Moin und herzlich willkommen zur 10. Folge unseres Miss Survival Let's Plays. Es ist hier am Morgen 8.23 Uhr. Alles ist in Gang gesetzt. Ich habe die Distille nochmal neu gestartet. Beziehungsweise nein, den Purifier neu gestartet. Die Distille läuft noch seit gestern Abend. Das Trockenfleisch hängt da schön zum Trocknen und der Darm, ja, knappe 60%. Das geht also auch. Wir haben reichlich Trinkwasser und heute wird es mal rübergehen zu den Nachbarn. Ich habe ja einen Bogen gefunden und dann muss ich mir jetzt aber noch, damit ich den überhaupt benutzen kann, brauche ich einen Köcher. Was brauche ich denn dafür? Die können wir noch nicht machen, aber den können wir ja schon mal craften. 8 Stück Stoff und 2 mal Nähzeug. Das haben wir ja hier. Dann können wir einen zumindest schon mal machen. Das reicht ja auch. Können wir ja dann nachträglich nochmal Pfeile reinschmeißen. Da gehen 8 Pfeile rein. So, Equipment. Den einmal da runterzieht und Add Arrows und die Pfeile da reinschmeißen. So, der Bogen war bei 3%. Das ist natürlich nicht viel, aber ich kann noch keinen zweiten Bogen bauen, weil wir hier, die Seile fehlen uns. Und auch das Gedärm ist ja auch noch nicht trocken. Wir müssen also mit dem auskommen, was wir haben. Was sagt die Pistole? Da sind 3 Schuss drin. In der Schrotflinte ist 1 Schuss drin. Das könnte natürlich alles ein bisschen besser sein. Aber es ist, wie es ist. Wir nehmen es, wie es kommt. Die Brechstange nehme ich auf jeden Fall mal mit rüber. Dieses Feuerzeugs, Feuerkramgedöns, da können wir ja mal die Taschen mal ein bisschen wieder ausleeren. Das passt schon nicht mehr. Können wir die hier, ja, packen wir die da rein. Wir wollen ja auch looten. So. Ja, würde ich sagen. Hier können wir nochmal ein Stück Fleisch essen. Dann sind wir da auch bestens versorgt und wir haben wieder einen Slot frei. Gut, fangen wir mal mit dem Bogen an, in der Hoffnung, dass der ein bisschen hält. Ich weiß nicht, 3% Bogen, wie lange das hält, für wie viel Schuss. Keine Ahnung. So, erstmal so ein bisschen ran. Dann aber auch ziemlich zügig in den Schleichmodus wechseln. Weil sonst fangen die Jungs an, wahllos zu ballern. Da sind sie schon. Die kommen schon raus. Ja, der ist da natürlich sauschlecht zu sehen, ne? Der hat mich gesehen. Okay, den habe ich. Das war schon mal gut. Der geht da jetzt rüber zum Gucken. Den habe ich auch. Das läuft. So, der kommt auch gucken. Ja, geh du da mal auch mit hin. Kriege ich dich von hier. Bleib mal stehen, Meister. Jo. 3 von 4 oder von 5? Das weiß ich jetzt nicht. Mal gucken, ob wir hier schon unfallfrei ranpirschen können zum Looten. Da kommt noch einer. Da ist definitiv noch einer. Mal wieder ein bisschen in Schatten gehen. Da, der kommt jetzt gucken. Sehr schön. Den habe ich verfehlt. Bleib mal stehen, Alter. Die Pfeile, die muss ich wieder haben. Vor allem das Problem ist, dass mein Bogen echt nicht lange hält. Viel Verschussmöglichkeiten habe ich nicht. Boah, stehen bleiben. So. Oder so. Was sagt mein Bogen? Huh, 0,3%. Okay. Wenn da jetzt vielleicht noch für einen Schuss und dann ist Feierabend. Munition wäre ganz toll.
Salz. Hast du auch eine Waffe? Hä? Liegt der auf seiner Waffe? War da eben irgendwas? Nee, okay, keine Waffe. Aber erstmal hier die Jungs. Da müsste aber eigentlich, das sind meistens fünf. Mal ein bisschen den Schleichmodus beibehalten hier. Mein Pfeil. Ein Snack. Auch keine Waffe. Das ist schlecht. Wo sind meine Pfeile? Ich hatte hier doch Pfeile verschossen, aber die kann ich suchen, wenn ich mir ungefähr sicher sein kann, dass da keiner mehr rauskommt. Ein Apfel, na super. Und noch ein Snack und auch keine Waffe. Ey, wo sind denn die Waffen? Also irgendwie stimmt was mit dem Loot nicht in diesem Durchlauf. Keine Ahnung. Naja gut, ist eben halt eine Schwierigkeitsstufe schwieriger, wenn wir keinen Loot haben. Da ist ein Pfeil. Den will ich haben. Hast du auch noch einen? Oder ist hier eine Waffe? Da ist noch ein Pfeil. Oh, da muss man aber wirklich genau gucken, ey. Na gut, so. Einmal ums Lager rum und gucken. Nicht, dass da auf der anderen Seite noch einer irgendwie rumkaspert. Ja. Hab ich's mir doch gedacht. Und verschossen. Ziemlich uncool. Bogen ist Schrott. Schrot habe ich noch eine Patrone. Nee, das mache ich lieber mit der Pistole. Oder? Ne? Schrot. Oder Messer. Wenn ich jetzt ganz doll pirsche. Oh, muss ich aber jetzt wirklich pirschen. Kann nur in die Hose gehen. Ja, machen wir es doch so. Okay, ich konnte nichts anderes machen. Okay, Schrotflinte hat er. Der backte da an mir fest. Okay. Also Waffe hätte ich jetzt überhaupt keine Möglichkeit gehabt. Gut. Ich würde mal sagen, das waren sie jetzt alle. Aber der hat auch keine Waffe. Hallo? Na gut. Liegt hier noch irgendwas rum, was man looten kann? Nö. Pfeile hätte ich gerne. Upsala. Pfeile hätte ich gerne wieder. Ich hatte doch hier welche verschossen, oder nicht? Da muss man jetzt ganz genau gucken. Wie weit habe ich denn geschossen? Steckt hier einer in der Wand? Nee. Ein Blatt. Ha, wieder ein Stück weiter Richtung Seil. So, du hattest hier gar nichts mehr, ne? Keine Waffe, kein gar nichts, ne? Okay, gut. Euch hatte ich auch gelootet. Habe ich hier noch irgendwas verschossen? Da liegt noch ein Brett. Kann man auch nochmal mitnehmen. Okay, wie viele Pfeile habe ich denn? Wie viele habe ich noch im Köcher? Moment. Ein, ja, da habe ich dann aber doch reichlich. Hat er mir den rausgeschmissen oder? Nee. Okay. Gut. Ein Blatt. Yeah. Ich gehe zu den Banditen, um Blätter zu sammeln. Hier finde ich wenigstens welche. Juhu. Nee. Das wollte ich. Da ist nichts drin. Okay. Ein Stöckchen. Was habt ihr hier noch? Erstmal außen alles abgrasen. Cola nehme ich auch nochmal mit. Munition wäre nicht schlecht. Hier ist nichts weiter.
Da ist auch keiner. Okay. Guten Tag. Munition. Sehr schön. Das brechen wir doch mal auf. Da dürfte jetzt keiner mehr kommen. Ja, einen Schrank aufbrechen, wo da nichts drin ist. Das erfreut einen ja. Vor allem, wenn es dann irgendwie auch das letzte bisschen Brechstange ist, das man dann mit hat, dann wird sowas ja richtig ärgerlich, ne? Oh, da ist ein Slot. 3 Slots sogar. Nett. Nett, nett, nett. So, hier ist eine Tür, die wir auch aufbrechen. Guten Tag. Du bist Kate. Hi, Kate. Dich wollen wir doch befreien. Ja, Soldat, Nahkampf, Gewehr, Sniper, alles gut. Du gehst mal schön nach Hause in mein Camp. Die Munition nehme ich natürlich mit. Ah, ein Helm. 100% sogar. Sehr cool. So. Hier noch irgendwas? Da sind noch Pillen. Und da ist auch nochmal Munition. Die kann ich schon gar nicht mehr aufnehmen. Einmal die Waffe nachladen. Einmal die nachladen. Dann müssen wir den Slot ja auch wieder frei haben. Jo. So. Waffe wegstecken. Nicht, dass jetzt hier noch ein Schuss sich löst. So. Wunderbar. Wir haben einen Mitbewohner. Das ist doch mal fein. So. Noch irgendwelche Pfeile hier zu finden. Nee. Vielleicht bei dem Vogel hier noch. Hatte ich hier nochmal vorbeigeschossen? Nee, ich sehe jetzt aber auch nichts mehr. Gut, ab zu Kate. Die dürfte ja schon auf uns warten. Und dann können wir mal die Schmiede anzeichnen. Sehr effektiv. Sehr effektiv. Mausefalle hat was aufzuweisen. Habe ich denn was zum Reintun? Na, erstmal leer machen. Ach so. Oh. Ja. Dich hole ich gleich. Moment. So. Hallo, Kate. Bist reingekommen, ohne die Türen zu öffnen? Ich mach dir auch die Türen ordentlich auf. So. Ja, auch, ich mach auch die auf. Mach du mal deine Runde. Ich hole gleich eine Waffe für dich. So. Waffenschrank. Schmeißen wir das erstmal rein. Die will ich Kate aber... Ja, doch. Nee, die will ich selber behalten. Kate kriegt erstmal eine Pistole. Und Kate kriegt ein etwas angeschlagenes Messer. Munition braucht sie nicht. Wo ist sie? Huhu. Na, ums Haus rum irgendwo. Wo ist sie denn jetzt? Da. Kate, komm mal her. Kate. So. Hey. Du kriegst jetzt erstmal hier Pistole und ein Messer. Ach, was soll der Geiz? Du kriegst auch die. Munition braucht man ihr nämlich nicht geben. Ne? Dann kannst du hier weiter deine Runden drehen. Verscheuch mir nicht die Hühner. So. Maus nehme ich mit. Dann brauche ich noch einen Köder. Dann aktivieren wir die wieder. Wir haben hier noch ein paar Kartoffeln. Den Apfel wollte ich jetzt nicht opfern. So, F. Rein und nochmal wieder aktivieren. So, Loot wegsortieren. Da. Und da. Und stopp. So.
Zuckerbar jetzt ja draußen neuerdings. Platinen haben wir noch. Wow, da haben wir auch schon richtig guten Bestand. Pfeile. So. Alkoholblätter. Ich habe Blätter gefunden. Wow, ich habe ganze 5 Blätter. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Oh, die ist auch schon fertig. Sehr schön. Auch nochmal wieder anschmeißen. Dann kommt das. Nee, da können wir gleich Dings von klöppeln. Da brauchen wir hier eine Flasche. Und wir brauchen 10 Liter Wasser. Und dann hauen wir die gleich nochmal durch. So. 10 Liter. Bitte sehr. Und los geht's. So, den werden wir hier wieder parken. Dann weiß ich, wo ich ihn abgelegt habe. So. Genau, eine Flasche können wir hier reintun. Wir brauchen nämlich 2, um Verbände zu klöppeln. Das Salz kann hier nochmal mit dazu. Das läppert sich dann auch langsam. Und dann kann ich... Halt, stopp. Mache ich nochmal einmal... Trockenfleisch jetzt. Denn das Fleisch, das hält sich ja nicht mehr so lange. Wie sieht es denn hier aus? Ist hier schon irgendwas? Nee, das ist auch noch nicht trocken. Ja, gut, dann muss ich mal 2 Rohre. Dann muss ich nur aufpassen. Warte mal, die kann ich ja hier in den Schrank schmeißen. Schmeiße ich die mal hier rein. Da gucke ich ja dann auch am ehesten nach. So. Dass ich die nicht aus Versehen esse. Das wäre natürlich jetzt doof. So. Tabletten. Getränke. Braucht bald einen zweiten Kühlschrank nur für Getränke, wenn das hier so weitergeht. So. Den Apfel kann ich mir mal im Inventar lassen. Beziehungsweise kann ich auch einfach mal essen. Bisschen was Gesundes zwischendurch. Kann ja nicht schaden. Die Maus werde ich gleich mal zubereiten. So, trinken. Das schmeißen wir gleich mal an. Wir haben ja noch eine Maus zu grillen. So, einmal anfeuern bitte. Ach, das ist ja blöde. Ja, das wäre natürlich total doof. Ich hätte ja erst harvesten müssen. Na gut, mal gucken, ob wir das zeitlich schaffen. Wie lange kann das dauern, eine Maus zu harvesten? 14 Minuten, das geht ja noch. So. Also, so eine Maus, ne? 0,8 Kilo Fleisch. Hut ab. Fette Mäuse, kann man nur sagen. Fette Mäuse hier im Spiel. So. Das kann man ja nicht pökeln. Ich kann mir aber schnell schon mal Verbände greifen. So, aber jetzt nicht die Maus verkohlen lassen. Stoff greifen für Verbände. Da war das. So, und dann will ich gleich unbedingt die Schmiede schon mal anzeichnen. Dann sind wir da schon mal auf der Habenseite. So. Ja, das sieht doch gut aus. Stoff kann wieder zurück. Das Fett, das kann da vor sich hin blubbern. Das müsste auch noch reichen. Da brauche ich gar keinen. Ja, keines Feuerholz. Nee, hier habe ich noch Holz. Das muss da rein. Brauche ich aber kein Holz nachlegen. So. Das. Dann habe ich... Ja, Salz ist draußen. Schmeiß nochmal den Kühlschrank auf. So, das kommt da rein. Das behalte ich einfach in der Tasche. Dann esse ich das zuerst. Das Salz kommt raus. Autobatterie kommt ins Auto. Ja, und die kann ich einfach auch mal hier hinschmeißen. So.
feuern wir die hier nochmal. Oh, das ist auch eine 100er. Halt, stopp, die kommt ins andere Auto. Die kommt dann hier mit zu. So. Salz noch wegpacken, Schmiede anzeichnen und gucken, was wir dafür brauchen. Flupp. So. So, und die Schmiede, die hatte ich mir, bevor dieses ganze Spiel mir hier einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hatte ich mir die Schmiede hier hinten rangebaut. Und dann habe ich hier die Zäune wieder weggenommen und habe die Seiten abgedichtet. Und dadurch, dass ich übers Dach laufen kann und dann an der Seite eine Tür ist, kommt man wunderbar rein. Auch bei Nebel kann man in aller Ruhe schmieden. Die Idee finde ich eigentlich ganz gut. Und sollte man jetzt Kate oder später dann irgendwie Rachel und wer da noch so kommt, brauchen wollen, um zu schmieden. Die können ja auch solche Arbeiten übernehmen. Dann macht man denen halt eben mal kurz die Tür auf. Dann können sie da auch rein. Also die Idee fand ich eigentlich ganz cool. Und ich denke, das werde ich auch in dieser Episode oder in dieser neu begonnenen Staffel so wieder machen. Das passte nämlich alles ziemlich gut. So, die Schmiede hier hinstellen. Kriegen wir das auch ein bisschen, weiß nicht, ob die jetzt gerade ist, man sieht das so schlecht bei dem Ding. Oh, ich würde mal sagen, so. Einmal anzeichnen, boah, die geht da gerade so ein bisschen rein. So, dann macht man hier nämlich dann die Seiten zu. So, 20 Kisten, 20 Bretter, 30 Nägel. 20 Kisten. So, 20 Bretter, 9 weiß ich nicht, ob wir noch genug haben, so, und dann waren das Steine, ne, 6 Stück habe ich in der Tasche, da brauchen wir aber sicherlich ein paar mehr, mal ich gleich mal rumgehen und gucken. Wir suchen Steine. Und was finden wir nicht? Steine. Nee, doch. Finden wir doch. Ein paar. Gnädigerweise. Vielleicht finden wir bei der Gelegenheit, ich tue jetzt mal so, als würden wir gar keine Blätter mehr suchen. Vielleicht können wir das Spiel so auf die Art und Weise austricksen, uns auch mal ein Blatt zukommen zu lassen hier. In dieser Blattwüste. So. Ja, es ist auch echt viel, ne, was hier so rumliegt. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie schnell die Banditen da nebenan wieder spawnen. Also wir müssen auf jeden Fall so ein bisschen immer im Auge behalten, dass die da ja rumwuseln. Im Moment dürfen sie noch nicht wieder da sein. Dadurch, dass die Jungs immer Gemüse in der Tasche haben, ist das eigentlich total toll, neben so einem Banditencamp zu hausen. Weil wenn man denn kochen will und ich sag mal, ja, fehlt halt gerade irgendwie mal eine Möhre oder ein Brokkoli oder so, und dann geht man eben schnell mal zu den Nachbarn und holt sich, was man braucht, ne? Steine? Steine? Irgendwo hier mal ein paar Steine. Oh, 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 oh. Habe ich nicht gesehen. Ja. Also die Steinsuche, die kann sich noch ein bisschen hinziehen. Ich werde erstmal den Rest verbauen. Da brauche ich doch aber bestimmt irgendwelches Werkzeug für, was ich gerade nicht in der Tasche habe. Machen wir das doch gleich mal, dass wir das einpacken. Dann kann ich nicht, brauche ich nicht gleich wieder umdrehen. Säge und Hammer, würde ich meinen. Plop, plop, plop. So, einmal hier hinstellen. Jo. 15 Steine fehlen noch. Dann würde ich vorschlagen, dass ich die dann, also wenn sie mir jetzt nicht direkt vor die Füße fallen, dann werde ich die offline suchen. Das ist sonst echt müßig. So. Mal einmal gucken, habe ich schon, das wäre natürlich arg optimistisch, ich wollte gucken, ob ich schon genug Blätter habe für
Ein Seil. Oh, schon wieder eine Maus? Boah, das geht aber fix. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Habe ich ja gar keinen Köder. Da muss ich erst einen Köder holen. Hallo Kate. Ist das schön hier mit Gast, mit Besuch zu Hause in der Hütte. So. Eine Kartoffel. Dann wird es auch Zeit für den nächsten Nebel. Ich brauche wieder Kartoffeln. So. F. Sehr gut. Nochmal wieder F. Kartoffel rein. Oh, das war jetzt ein Hase. Aha, das sind also nicht immer nur Mäuse. Okay, cool. Mal gucken, was der abgibt. Ich dachte, das wären jetzt stumpf immer nur Mäuse. Kate passt auf mich auf. Dann kann ich jetzt hier einen Hasen mal eben mir vornehmen. Weil der dauert natürlich entsprechend länger. Hat mehr Fleisch und weniger Fett. Okay. Vielleicht ist das jetzt auch nur Zufall. Aber das ist doch auf jeden Fall schon mal klasse. So. Brennholz. Brennholz einmal bitte. Müsste aber auch lang für einen Hasen. Das sind auch, die Stücke sind genauso groß wie bei der Maus. Wahrscheinlich genauso groß wie beim Hühnchen auch. So, das hauen wir da rein. Die können wir schon mal rausnehmen. Ja, am Morgen eine Maus, am Abend ein Hasen. Was will man mehr? Die Hühner laufen hier auch rum. Das ist übrigens so eine Sache. Also mit dem Hühnerstall, ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, einen zu bauen. Habe ich auch schon gehabt in einem meiner privaten Spieldurchläufe, sag ich jetzt mal. Das Problem ist einfach nur, dass das mit den Hühnern noch nicht so ganz ausgereift ist. Sprich, die legen Eier wie bekloppt. Also ich hatte dann, ich habe es natürlich dann auch übertrieben, also ich hatte dann nicht ein Huhn, sondern ich hatte, glaube 6 Hühner. Und die legen halt Eier wie bescheuert. Und dann ersäuft man irgendwann in Eiern und in den Kochrezepten braucht man ja keine Eier. Da ist ja irgendwie nichts, wofür man Eier braucht. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, wirklich, ich bin in Eiern ersoffen. Und da weiß ich jetzt nicht, wie geckig das ist, weil so wie wir jetzt hier in diesem Camp platziert sind, so wie wir jetzt hier wohnen, da haben wir ja die Hühner vor der Haustür. Da brauche ich ja nicht einen Hühnerstall eigentlich. Das zweite ist, dass wenn man sich so einen Hühnerstall dann bastelt und den direkt neben dem oder in unmittelbarer Nähe von diesem Haus hat, diese Hühner, die sind ja dann zahm. Die hocken ja direkt ums Haus rum und die schreien so laut, dass das echt nervig ist. Ich meine, so hier im Hintergrund mal so ein Huhn hören, das stört mich nicht im geringsten. Das finde ich sogar ganz, ganz witzig, dass man dann hier so, ne, man hat hier so seine Hühner rumlaufen, kann die nach Bedarf, wenn wir dann einen Bogen haben, können wir die ja auch nach Bedarf mit Pfeil und Bogen erlegen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Also ich denke mal, Hühnerstall werde ich wohl drauf verzichten. Aber es ist jetzt 9:45 Uhr, wir sind wohlgenährt und der Durst ist gelöscht. Da prasselt noch nett das Feuer und ich leg ihn jetzt schlafen und wir sehen uns dann hoffentlich ausgeruht Anfang der nächsten Episode wieder, wo wir die Schmiede zu Ende bauen und wo wir dann mal so ganz allmählich uns die ihr wisst schon, was ich meine. Na, wie heißt denn das Ding? Ich hab grad die Spitzaxt, nee, die, keine Ahnung, wie heißt denn das Teil? Spitzhacke. So. Okay, die werden wir uns craften, dann werden wir mal so Richtung Mine uns aufmachen. Wir haben Kate hier, die ist so unser Haus- und Hofverwüster. Erstmal, ich weiß gar nicht, ob das mit dem, das war zumindest so, dass wenn man in der Mine war, dann sind die NPCs so erstmal wieder weg.
muss ich mal gucken, ob ich ihr die Waffen vorher dann einfach schlauerweise entferne und sie dann irgendwann wieder rette aus irgendeinem anderen Banditenlager. Das sehen wir alles in den zukünftigen Folgen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Danke fürs Zuschauen und tschüss.